Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge und zu einer neuen Folge Transim World 4 mit mir zusammen. Ich bin der Danny, spielt das hier auf dem PC. Ja, und ich habe mir dank Transim Play was Besonderes einfallen lassen. Also er hat praktisch mich auf diese Idee gebracht, indem er selber schon so ein Video, also so eine Art Video gemacht hat, wie ich das vorhabe. Zumindest hat er das gleiche Repaint benutzt. Denn wir fahren heute den Sonderzug nach München. Es ist nicht dieser Zug, der dort angeschlagen steht, sondern wir fahren den Sonderzug zur EM, zum EM-Auftaktspiel gegen Schottland. Und ich habe mir heute einen bunten Zug zusammengestellt mit bunten Wagen. Hinten dran zwei normale IC-Wagen. Dann habe ich mir ein wenig in der ÖBB und SBB Repaint-Kiste ein bisschen rumgekramt, beziehungsweise in der Klasse habe ich mir genommen. Vorne dran, weiter sind dann noch, wie gesagt, hier vorne das die ÖBB-Wagen, also hier die SBB ist klar, ihr kennt das, und hier vorne dann die ÖBBs. Zwei Stück, und vorne haben wir dann noch zwei ÖBB-Nightjet-Wagen und vorne dran unsere Zuglok BR193 Vectron in Repaint der, Euro 24, Euro 2024, auch schön mit den ganzen Städten aufgedrauft, wo überall gespielt wird. Leipzig, Stuttgart, Frankfurt, Düsseldorf, Hamburg, München, Köln, Gelsenkirchen und Dortmund. Und wie gesagt, das habe ich zufällig bei Transim Play gesehen. Vielen Dank für das, für die Inspiration. Ja, und ich habe mir gedacht, ich mache das auch einfach mal. Ich hoffe, du hast nichts dagegen, lieber Transim. Ja, ich würde sagen, wir beginnen. Es ist 6 Uhr in der Früh. Ich wollte erst 4 Uhr nehmen. Aber ihr wisst ja, dann ist der KI-Verkehr ein bisschen mau. Deswegen habe ich mir gedacht, nehmen wir 2 Stunden später. Da ist das nicht, da ist da wenigstens der KI-Verkehr nicht so wenig. Ich habe hier vorne noch ein bisschen geschmückt. Eine 363 steht dort mit einem Duster Steuerwagen im Stumpfgleis, und hier vorne fährt gerade eine 101 mit dem EC ein in Augsburg, und ja, die Sonne geht auf und ich würde sagen, wir starten, rüsten unseren Zug auf, die Türen sind geöffnet, Route müssen wir noch legen, und da würde ich sagen, los geht's. Wir müssen auch nach vorne in unseren Zuglok laufen und wie gesagt, aufrüsten und Route legen bis nach München. Dort startet ja heute am 14. Juni 2024 das Eröffnungsspiel gegen Schottland. Wir als Gastgeberland haben selbstverständlich das Recht auf das Auftaktspiel, auf das Eröffnungsspiel, und genau da wollen unsere Fahrgäste natürlich heute auch hin, und deswegen müssen wir hier noch zusehen, dass wir hier auch fertig werden, unseren Zug wie gesagt aufrüsten, uns eine Route legen. Und dann kann es losgehen. So, das machen wir mal so. Dann setzen wir uns mal auf unseren Sitz. Das machen wir oben auf dunkel. So. Genau, wir müssen erstmal hier. Zack, zack, zack. Dann machen wir. Sand brauchen wir, glaube ich, nicht. Zugspitzensignale machen wir an. Führerstandsbeleuchtung, das war, glaube ich, aus. Wir müssen hier natürlich die PZB und AFB einstellen. Die machen wir als allererstes mal die AFB. Und zwar auf 40. Wie gehabt. Na komm. So, dann gehen wir auf Einstellung. Denn wir müssen die PZB natürlich von M auf O machen. Zack. So, dann können wir wieder aufs Häuschen gehen. Da müssen wir die Zugsicherungssysteme einstellen. Als der wäre PZB bzw. Siefer und PZB, EZ, LZB. So, und dann müssen wir uns noch eine Route legen. Dann stoppt uns nämlich das erste Routesignal direkt. So, bis München wollen wir fahren. Nonstop. Eventuell ein Parsing halten, mal schauen. Aber wir wollen, wenn schon, nach München. Dann nehmen wir mal dieses Gleis, wenn es klappt. Was sagt der?
Fahrdienstleiter, der sagt, grün, das ist doch sehr schön. Das heißt, wir schließen die Türen, dann haben wir Ausfahrt. Ich hoffe, der schließt die jetzt auch. So, hat er sie geschlossen. Sieht gut aus. Ich glaube, dann können wir auch abfahren. Sehr schön. Dann können wir auch losfahren. Lösen die Bremse. FB ist Ach, der hat die AFB nicht registriert, ja. Jetzt, ich wollte sagen, das stimmt doch nicht. So, der hat die AFB nicht registriert. Na, jetzt aber. Los geht's! Unser Sonderzug nach München hat Ausfahrt. Wir können es befreien. Zugbeeinflussung. Wahrscheinlich Zugbeeinflussung. müssen wir da Befehl 40 drücken, gehe ich jetzt mal stark von aus. Nicht zu schnell werden, das ist immerhin. Zugbeeinflussung. Ah, es ging ja einfacher als gedacht. Gut, da können wir aufschalten. Zugbeeinflussung. Immerhin auf 60, wir haben es ja gerade befreit. Können wir auf 60 aufschalten. Mein Gott, was ist denn los heute? So. Natürlich die SIFA. Wunderschön. Machen wir direkt ein Foto von. Das habe ich gerade ganz verschwitzt. Sieht doch richtig schick aus, oder? Das sieht doch richtig schick aus. Mal versuchen, dass wir alles drauf kriegen, auch alle Städte. Schick, einfach schick. UEFA Euro 2024 in Deutschland. Sehr, sehr schick. So, 60 nach wie vor. Ich weiß jetzt nicht, ob es dieses Repaint jetzt auch für andere Loks gibt. Aktuell habe ich sie nur für die Vectron gefunden. Müsst ihr vielleicht im Creators Club mal so ein bisschen euch durchsuchen, sag ich mal. Ich habe es aber auch, wie gesagt, nur gesehen, weil ich zufällig bei Train Simplay das Video gesehen habe. Und ich fand das Replay so schön. Habe ich mir gedacht, da machen wir auch mal ein Video von. Wie gesagt, lieber Train Simplay, viele Grüße an dieser Stelle und vielen Dank für die Inspiration. Deinerseits wirklich eine sehr gute Idee, muss ich wirklich sagen. So, ich denke, wir sind in der LZB. Das ist sehr nice. Das heißt, wir können hier ordentlich die Hebel auf den Tisch legen. So. Ja, natürlich müssen wir. So. Warum akzeptiert er das jetzt nicht? Da kommt doch schon der erste ICE entgegen. So, jetzt wird das akzeptiert. Jetzt hat das. Manchmal hat er aber auch einen Bug, ganz komisch. So, wie konnte man das jetzt noch mal auf die andere Seite verlegen? Wie ging das jetzt noch mal? Das hier?
irgendwo konnte man das auf die andere Seite verlegen. Ich weiß aber jetzt gerade einfach nicht mehr wo. Na, ist egal. Da kommt uns ein RE entgegen. Sehr nice. Wir fahren hier in aller Frühe nach München Hauptbahnhof, damit die Fans auch noch genug Zeit haben, sich zu antiklimatisieren, ihr Hotel zu beziehen, beziehungsweise ihr Zimmer zu beziehen. Es gibt ja Fans, die reisen weiter, sozusagen der deutschen Mannschaft hinterher. Es gibt aber auch Fans, die bleiben in München und wie gesagt, wir bringen die jetzt alle nach München, auf jeden Fall erstmal zum Auftaktspiel. Da mal schauen, wie es weitergeht für die Fans. Wir sind auf jeden Fall jetzt dafür zuständig, die Fans und andere Reisende bis nach München zu bringen. Und warum? So. Mal ein bisschen mehr Leistung geben hier. Wie gesagt, das Repaint gibt es beim Creators Club. Gibt ein EM 2024 193 590-7. Das ist die Zugnummer oder die Loknummer vielmehr. Nicht Zugnummer, sondern Loknummer. Wenn ihr das eingibt, dann solltet ihr das auch finden im Creators Club. Wunderschön. Traumhaft, wirklich traumhaft. Es ist einfach unbezahlbar schön. Machen wir lieber die Seite, wo die Sonne drauf scheint. Da haben wir auch nicht so einen Strommasten hier, beziehungsweise so einen Oberleitungsmasten im Weg. Dann können wir besser ein Foto machen, würde ich sagen. Sifa, Gottes Willen. Dann fahren wir hier schön über die Schnellfahrstrecke, nehmen uns die Gleise des Regionalverkehrs, also rechts neben uns und links der entgegenkommende Fernverkehr. Und das haben wir hier auf der Schnellfahrstrecke München-Augsburg, Augsburg-München schön gelöst, finde ich. Da habe ich schon öfter was zu gesagt. Also das ist wirklich eine ganz, ganz feine Sache, dass sich der Regionalverkehr und der Fernverkehr nicht in die Quere kommen, der Fernverkehr nicht auf den Regionalverkehr Rücksicht nehmen muss in Form von roten Signalen und so weiter, sondern er kann hier geschmeidig sozusagen an den Regionalverkehr, Pendlerverkehr und so weiter vorbei sausen. Also das haben die hier wirklich clever gelöst, muss man ganz ehrlich sagen. Gefällt mir. Sollten sie woanders auch machen, sofern es möglich ist natürlich. Es geht natürlich nur da, wo es möglich ist. Wunderschön. Wunderschön. Wirklich ein wunderschönes Repaint, das muss man an dieser Stelle auch mal ganz klar sagen. Ein riesengroßes Dankeschön an Ludwig Design, von dem stammt das. Also wenn du das Video zufällig siehst, dann ganz, ganz herzlichen Dank für dieses wunderschöne Repaint. Lieber Ludwig, du hast dich da wirklich selbst übertroffen, das muss man dir mal ganz ehrlich sagen. Wirklich vom allerfeinsten, muss man wirklich sagen. Fährt der Regionalverkehr. Steuerwagen voraus. So mehr als 200 können wir naturgemäß nicht fahren mit der Vectron.
weil wenn ihr das hier oben seht, VMAX 200, also die fährt einfach nicht mehr. Sie dürfte mehr fahren, laut Streckengeschwindigkeit, aber sie kann es halt nicht. Bauartbedingt. Naja, aber 200 ist eigentlich auch schon eine respektable Geschwindigkeit, finde ich. Es ist ja schließlich kein ICE, sondern eine ganz normale Lokomotive, die eigentlich auch, zumindest hier im Train Sim World, offiziell gesehen im Güterverkehr tätig sein sollte. Aber aufgrund des Features des Zugverbands Editor und so weiter gibt es hier natürlich die Möglichkeit, diese auch im Personenverkehr einzusetzen. Was ich persönlich sehr schön finde. So, mit 200 km/h im Schnitt sind natürlich 56 km jetzt auch nicht die große Welt. Das ist jetzt auch nicht unbedingt die größte Strecke. Von Augsburg nach München habe ich selber erlebt. Vor gut einer Woche. Oder vor 2 Wochen war es. Wollte ja ursprünglich nach Augsburg fahren. Wir sind auch in Augsburg angekommen mit 6,5 Stunden Verspätung. Aber ich habe mich dann doch entschieden, bis nach München durchzufahren. Aufgrund diverser Umstände. Ihr wisst Bescheid, was da die Umstände waren. Ich sage nur Wasser. Also die Fahrt von Augsburg nach München hat da jetzt auch nicht, wer weiß wie lange gedauert. Ich glaube eine halbe Stunde waren wir unterwegs ungefähr, dreiviertel Stunde. Aber die ist da auch nicht mehr so weit ins Gewicht gefallen, wenn man bedenkt, dass wir von Frankfurt Flughafen Fernbahnhof bis Augsburg 6,5 Stunden gefahren sind. Das muss man sich mal auf die Zunge zergehen lassen, in einem ICE. Also ich saß wirklich sehr, sehr lange, schon nicht mehr so lange Zeit an einem Stück. Einem ICE, das muss ich ganz klar sagen. Das war die längste Fahrt in einem Zug seit langem. Ich habe den ICE 513 wirklich kennengelernt, das muss ich an dieser Stelle sagen. In allen seinen Feinheiten. Das Bordbistro habe ich auch sehr gut kennengelernt. Aber ja, es waren halt Umstände vorhanden, die das passieren ließen, sag ich mal. Oder ermöglicht haben, wie auch immer man das ausdrücken möchte. Es waren bei Gott keine schönen Umstände, das muss man auch ganz klar sagen. Das ist wirklich, wirklich tragisch, was da passiert ist. Schlimm. Wollen wir hoffen, dass sowas in der Zukunft nicht mehr allzu oft vorkommt oder am besten gar nicht mehr. Weil das war wirklich schon tragisch, das muss man ganz klar sagen. Wie gesagt, Ulm konnten wir gar nicht anfahren. Da stand alles unter Wasser, selbst der Bahnhof samt Gleise und Bahnsteigen. Also heftig. Also wir mussten zweimal drehen und ach Gott, das war der Wahnsinn. Ist da vorne was stehen, ne? Sieht so aus, als ob da keine Strecke mehr vorhanden ist, ne? Warte, da kommt was. Das sieht nach einem Güterzug aus, oder? Ja, Güterzug. Da 185 vorne dran. Sehr, sehr nice. So, die Sonne steht auch schon hoch am Himmel. Klar, um 6.18 Uhr ist das jetzt im Sommer, im Juni auch kein großes Kunststück mehr. Ich morgens um die Zeit zur Arbeit fahre, ist es auch schon taghell. Obgleich da immer die Sonne scheint, ist eine andere Sache. Diverse Wolken vorhängen, aber es ist auf jeden Fall hell, sagen wir mal so. Die Sonne ist nicht immer zu sehen. Schauen wir mal, ob sich das noch ändert im Laufe des... Ja, noch haben wir ja keinen Sommer, zumindest keinen kalendarischen. Der beginnt ja auch erst am 21. Noch einmal Frühling, also ein bisschen Zeit hat der Sommer noch, sich frei zu entfalten, aber er sollte in die Puschen kommen. Also so möchte ich den Sommer dann doch nicht haben, verregnet und kalt und windig und bah. Sondern wirklich Sommer, wo auch Sommer drin ist, nicht nur gesprochen, beziehungsweise nicht nur das ist auch ein wunderschönes Bild, wobei es jetzt eigentlich schon zu spät ist, muss man ehrlich sagen.
Ich hätte das lieber anders gemacht, aber ist egal, das ist jetzt nicht so tragisch. Wirklich wunderschön, wunderschön. Aber wir können es ja eigentlich noch anders machen. Vielleicht wird das auch gut. Moment mal. Dass wir die genau, so wollte ich sagen, dass man die Quietschi hinten so ein bisschen verschwommen sieht. Das ist doch ein wunderschönes Bild. Das ist doch ein wunderschönes Bild. Wunderschön, wunderschön. Übrigens, wenn wir an Gleis 21 anhalten, habe ich ja mir ausgesucht, ohne zu wissen oder ohne wirklich zu wissen, dass das jetzt Gleis 21 war. Aber ist auch mal schön. Ich glaube, da haben wir noch nicht so oft gehalten, wenn wir auf dieser Strecke unterwegs waren in Richtung München. Halten wir jetzt mal schön an Gleis 21, schön mittendrin. So, wie gesagt, 56 Kilometer sind mit 200 km/h im Schnitt pro Stunde jetzt auch nicht unbedingt die große Reise. Das merkt man ja auch, wenn man jetzt mit dem ICE zum Beispiel von auf der Strecke Kassel-Würzburg unterwegs ist und da seine 230, 280, fast 300 fährt. Das ist die eine Strecke von Kassel bis Fulda, sage ich mal, 86 Kilometer jetzt auch nicht unbedingt bemerkenswert lang. Es geht dann auch relativ schnell eigentlich. Aber wenn man die ganze Strecke fährt von Kassel bis Würzburg, da ist man ja 176 Kilometer unterwegs. Richtig? Oder 172? 160. Sogar, ne? Wenn ich jetzt richtig rechne. Das ist jetzt 86. Ich habe keinen Bock. Ne, ich war mit 172 doch richtig. Ich habe doch richtig gerechnet. Also 172 Kilometer bis, also von Kassel bis Würzburg, das ist schon echt lang. Also da ist man 1,5 Stunden gut unterwegs, also in der realen Zeit. Das ist schon heftig. So, gleich 200, sollte uns nicht tangieren, da sind wir ja eh. Mehr fahren wir ja gar nicht. Daher, mich wundert es nur, dass die LZB nicht warnt, aber das ist auch nur meine Meinung. Haben wir zu erwarten. Wann? 5,8 Kilometer, 5,6 nur noch. Das ist das Schöne, das kann man hier immer so schön ablesen in der LZB-Anzeige. Das springt immer im 200er-Bereich, also im 200. Es macht immer einen Sprung von 200 Metern. Ihr seht, jetzt sind es nur noch 4,8 Kilometer, bis die 160 auftauchen, beziehungsweise wegsam werden, sag ich mal. Sollten wir dann gleich drauf reagieren? Da sind sie schon, 3,9 Kilometer. Stimmt das? Sind es nur 3,6? Ja, passt. 3,4, 3,5. Ja. Es kommt so ungefähr, passt das mit der Anzeige auf der LZB. Das passt. Die LZB-Anzeige ist im Tacken schneller als die Anzeige rechts oben. So, wie sollten wir reagieren hier? Ja, Siefer. Dann. So, jetzt haben wir nämlich das Problem, dass die LZB zu Ende ist. Also das heißt, so, wir bleiben jetzt erstmal bei 160, noch ist die LZB ja wirksam, wird gleich beendet. Was wollen die jetzt?
Ausgleicher aktiviert, SCP, Signaturen, Signale, Fahrplan beachten, ja. Das tun wir, haben wir. Wir sind auf 160 runtergegangen. Das haben wir beachtet. Dort sind wir wieder im PZB-Bereich, beziehungsweise werden PZB gesteuert. So, jetzt müssen wir hier mal schnell die SCP einmal runter wieder hoch, weil die ist jetzt nicht mehr wirksam, bevor wir ganz stehen bleiben. So, das ist dann nämlich dann, wenn die LCB zu Ende ist, dann muss man einmal mit der AFB komplett runter auf 0, also wirklich auf 0, und dann wieder auf die Geschwindigkeit, die aktuell erlaubt ist, damit die AFB praktisch wieder registriert wird, weil die ja während des LZBs, sag ich mal, außer Kraft war. Und damit die sich da wieder neu registriert, muss man einmal, wenn die LZB zu Ende ist, komplett zu Ende ist. Also wenn wir dann wieder im PZB-Modus sind, sag ich mal, muss man die einmal runter auf 0 setzen und dann wieder hoch auf die gewünschte Geschwindigkeit, beziehungsweise auf die erlaubte Geschwindigkeit, aktuelle erlaubte Geschwindigkeit, damit die dann wieder neu registriert wird. Also nur falls ihr euch wundert, warum der Zug dann auf einmal bremst, nachdem die LZB zu Ende ist, das liegt einfach an der nicht mehr registrierten AFB. Und der Zug oder beziehungsweise die Elektronik meint, wir haben die AFB auf 0 gesetzt und dementsprechend bremst er dann natürlich auch auf 0. Deswegen müssen wir dann einmal die AFB auf 0 setzen und die dann wieder neu registrieren, indem wir sie wieder hochfahren auf die gewünschte Geschwindigkeit und dann bestätigen. Und dann funktioniert das auch wieder alles. So viel dazu. Ist gleich 130 und jetzt sind wir auch gleich da in München. Gute halbe Stunde haben wir dann gefahren. Ich sage ja, mehr als eine halbe Stunde dauert das eigentlich in der Regel nicht, wenn man gut durchkommt. Wenn man im Schnitt 200 km/h fährt, dann ist man eine gute halbe Stunde unterwegs von Augsburg bis München. Mit dem Fernverkehr logischerweise, also im Nahverkehr, Regionalverkehr dauert das alles natürlich umso länger, weil man natürlich hier und da noch an gewissen Bahnhöfen anhält und auch nicht so schnell fahren kann und hier und da wahrscheinlich vielleicht auch mal ein rotes Signal vor sich hat und so weiter. Das hat man ja hier auf der Schnellfahrstrecke nicht. Da hat man ja freie Fahrt, sag ich mal, wenn jetzt nicht irgendwie was Ungewöhnliches passiert, dann hat man ja eigentlich auf der Schnellfahrstrecke freie Fahrt und ist dann nicht viel länger als eine halbe Stunde unterwegs von Augsburg nach München und zurück. So, das dürfte Parsing sein hier. Ja, ist Parsing. Steht auch schon Quietschi. Wir mit unserem Sonderzug fahren natürlich durch nonstop zum Münchner Hauptbahnhof. So, jetzt haben wir gelb. Ist unser Gleis besetzt oder was ist da jetzt Phase? Auf jeden Fall gehen wir mal runter. 80. E gleich 60. Oder das gelbe Signal ist vor dem Bahnsteig und das rote Signal ist das Hauptsignal am Bahnsteig. Das kann natürlich sein, kilometermäßig haben wir jetzt noch 4,9, das könnte sogar hinkommen. Lass uns einfach überraschen, würde ich sagen. So, würde ich sagen, gehen wir schon mal runter auf 60. Keine Probleme mit der PZB bekommen.
steigen wir schön geschmeidig in den Münchner Hauptbahnhof ein. Ach, seht mal. Das muss ich mal ganz kurz im Fotomodus. Ganz, ganz kurz. Seht euch das mal bitte an. Machen wir mal eben ein klares Bild. So. Das sieht wunderschön aus. Zwei ICE-3 nebeneinander im Abstellgleis. Oder auf dem Abstellgleis. Wunderschön. Im Hintergrund unser Sonderzug. Ach, das ist doch einfach geil. Das ist doch einfach wunderschön. Müsste ich eigentlich noch einen Tacken weiterfahren. Zugbeeinflussung. Aber wir müssen uns jetzt hier ein bisschen konzentrieren. Jetzt könnte es vielleicht hin, denn ich möchte ein Foto machen, wo unser Sonderzug im Hintergrund ist. Das sieht doch wunderschön aus. Wunderschön. So, ich würde sagen, positionieren wir uns hier mal so ein bisschen. Genau so möchte ich es haben. Ach, einfach geil. Wunderschön. Wunderschön. So, das machen wir jetzt noch einmal verschwommen. So. Wunderbar. Wunderbar. So, haltzeigendes Signal für uns, das heißt unter 45. Zugbeeinflussung. Jetzt haben wir nämlich gleich ein Problem mit dem 500er. Es wird wahrscheinlich doch ein rotes Signal vorm Bahnhof sein. Das wahrscheinlich unser Gleis besetzt ist. Müssen wir eventuell tricksen. Ja, das kennen wir ja schon. Es sind immerhin noch 3 Kilometer bis zum Bahnhof. Doppelrot sogar, Wahnsinn. Wo ist es denn da? Zugbeeinflussung. So. Liegt das jetzt an der Quietsche, die da vorne steht, auf unserem Gleis? Schauen wir mal. Also wir sind hier. Ja, da steht eine Quietsche auf unserem Gleis. Warum steht die da? Hier ist unser Gleis. Unser Gleis ist eigentlich frei. Da machen wir Folgendes. Die entfernen wir. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die jetzt in nächster Zeit losfährt. So. Sagen, das Thema hat sich damit auch. Ich glaube nicht, dass die jetzt in nächster Zeit losgefahren wäre.
Also sollten 24 erstmal nicht überschreiten. Beziehungsweise unter 24 bleiben wir, der 500 Hertz Magnet noch unter Tick hat. Ihr seht es da rechts. Aus dem müssen wir uns gleich erstmal befreien, damit wir mindestens wieder auf 40 kommen dürfen, weil 60 lohnt sich, glaube ich, jetzt nicht mehr. Zugbeeinflussung. So, 45. Zugbeeinflussung. Dann können wir beschleunigen. AFB dürfte auf 40, ja, die habe ich auf jeden Fall 40 gesetzt, genau. Kann ja eigentlich nichts anbrennen. Also wenn ihr sowas mal habt und euch blockiert, oder ihr werdet blockiert von einem Zug, von einem KI-Zug, der einfach nicht, der keinen Anstalten macht, weiterzufahren, dann entfernt ihn einfach und dann dürfte das in der Regel wieder klappen, dass ihr weiterfahren könnt. Klar, ich hätte jetzt auch warten können, bis der vielleicht mal losfährt, aber es sah jetzt nicht unbedingt so aus, weil es waren ja genug freie Gleise da, warum stand er jetzt da, genau. Es könnte ein Bug gewesen sein, man weiß es nicht. Ach, seht mal, der überholt uns der Quitschi. Wahnsinn. So, wir bleiben bei 40, wie gesagt. Es lohnt sich jetzt nicht mehr, hier groß auszuschalten. Wie gesagt, ich hätte warten können, klar, aber vielleicht war es ein Bug. Dass sie gar nicht losfährt, dann warten wir bis zum St. Nimmerleinstag. Da haben wir sie einfach entfernt und dann können wir auch weiterfahren. So, wir können sie befreien. Hat jetzt aber nicht so viel Wirkung hier. Guck mal, er hält hier Hackerbrücke, dürfte das, glaube ich, sein. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. So, hier werden wir Equity wieder müssen, weil wir nämlich gleich 40 fahren. So, genau. So, wir haben ein bisschen verspätete Einfahrt hier in den Münchner Hauptbahnhof. Geplant war eigentlich 6.30 Uhr, jetzt waren wir 6.34 Uhr, 6.40 Uhr wird es wahrscheinlich sogar, bis wir da sind, bis wir wirklich am Bahnsteig stehen. Also so roundabout 6.40 Uhr sage ich jetzt mal. 6.35 haben wir jetzt sofort. So. Ja, vielleicht wird es auch 6.37. So um den Dreh werden wir wohl am Bahnsteig sein. Wie gesagt, an dieser Stelle nochmal Dankeschön an Shane Simplay für die Inspiration mit seinem eigenen Video, auch mit dem Sonderzug zur EM, auch in dieser Lackierung. Vielen, vielen Dank, dass ich mich da inspirieren ablassen bzw. konnte und in diesem Video. Also von ihm stammt die Idee, von ihm habe ich die Videoidee, muss ich ganz ehrlich sagen. Vielen, vielen Dank nochmal dafür. Schöne Grüße. So, 30. Da fahren wir hier geschmeidig an den Bahnsteig. Das ist ja, wie gesagt, hier in München Phänomen von 60 rund über 40 rund auf 30, 60, 40, 30. Das ist typisch. Das ist auch in der Wirklichkeit so, also im Vorbild. Ach, da stehen schon ein paar Fernzüge wartend. ICE 3 rechts. Ich denke mal so links, weiter rechts von oder näher an uns ran rechts steht auch ein IC3. Oder ist das kein IC3? Doch, meine ich doch wohl, oder? Ja, einer fährt hier, glaube ich, gar nicht im offiziellen Fahrplan. So, es wird dann doch 6.37. Kombi schon mal aus. Letztens bin ich in irgendeinem Szenario vor dem Prellbock gedonnert. Das möchte ich jetzt ungern wiederholen. Bisschen frühzeitiger bremsen hier.
Jetzt müsste der Bahnhof noch so ein bisschen geschmückt sein hier mit Deutschland fahren und hast du nicht gesehen. Das wäre noch das i-Tüpfelchen obendrauf, aber naja, man kann ja auch nicht alles haben. So, Ziel erfüllt. Dann können wir die Türen öffnen, falls er das überhaupt automatisch macht. Habe ich so meine Zweifel. So, dann können wir aussteigen. Unser Szenario ist hier beendet, beziehungsweise unsere Schicht. Der Sonderzug wird hier erstmal Pause machen und stehen bleiben. Das heißt, wir können ja noch eigentlich auch abrüsten. Wie gesagt, der wird hier erstmal stehen bleiben. Sauber gemacht und hast du nicht gesehen, dafür können wir den eigentlich auch abrüsten. Das heißt, das machen wir auf neutral. Wir machen die Zugsicherungssysteme aus. So, dann machen wir das aus. Wir machen die AFB aus. AFB, AFB, AFB. So, genau, dann machen wir das aus. Das aus. Natürlich müssen wir den Strom immer noch senken. So. Ich glaube, damit hätten wir soweit alles runtergefahren. Lokbremse natürlich noch anziehen. So. Gut, dann können wir den das hier erstmal verlassen. Mal die Führerstandstür zu. Ach ja, wir müssen natürlich noch hier die Lichter ausmachen, die wir hier hinter der Tür angemacht haben. So. Dürften jetzt eigentlich aus sein. Warum sind die Lichter nicht aus? Weil ich jetzt nicht so ganz. Habe ich da was falsch gemacht? Egal. Lassen wir das. Wir sind hier fertig mit unserer Schicht. Die Tür noch zu. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Der Zug wird nachher später rausgezogen. Dafür müssen wir hier abkoppeln. Genau. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Habt eine schöne Zeit. Wenn ihr das Spiel heute anguckt, dann viel Spaß dabei. Ich hoffe doch, dass wir mit einem Sieg in das ganze Turnier starten. Das wäre natürlich umso schöner. Ich drücke uns auf jeden Fall fest die Daumen. Habt ein schönes Wochenende. Passt auf euch auf. Habt eine schöne Zeit. Euer der Danny spielt das. Bleibt gesund, bleibt mir treu. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Den Link zum Repaint packe ich unter das Video. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer der Danny spielt das. Haut rein. Ciao, Servus und Tschüss.